Hey, kann ich dich etwas fragen? Klar. Wenn wir uns heute zum ersten Mal in einem Zug treffen würden, fändest du mich dann attraktiv? Die eigentliche Frage ist doch, wenn ich dich bitten würde, mit mir aus dem Zug auszusteigen. Ja? Würdest du mit mir aussteigen? Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? Das weißt du nicht. Dann lies mal Jessys Bücher. Würden Sie es auch signieren? Ich? Sie sind die echte Madeleine, stimmt's? Wow, er hat eine blühende Fantasie. Ich habe noch nie einen echten Schriftsteller getroffen. Wieso fühle ich mich so unglaublich hingezogen zu dieser Frau? Weißt du noch, wie du die Mädchen mal eine halbe Stunde zu spät von der Schule abgeholt hast und total gestresst warst, weil dir klar war, dass sie auf dem Spielplatz auf dich warten und nicht wussten, ob dir was zugestoßen ist? Und genau so fühle ich mich ständig. Ich habe früher mal gesungen, Gitarre gespielt und Songs geschrieben. Ich habe kaum Zeit zum Nachdenken. Jetzt weiß ich, wieso Sylvia Plath ihren Kopf in einen Toaster gesteckt hat. Das war ein Ofen. Ist das wirklich mein Leben, das da jetzt gerade stattfindet? Das ist es. Wenn wir die Mädchen nicht hätten, wären wir dann überhaupt noch zusammen? Jetzt hast du endgültig den Verstand verloren, weißt du das? Als er das Flugzeug verpasst hat und sie tagelang Sex haben, immer wieder und wieder, war das tatsächlich so? Es war so, stimmt's? Ja. Nicht die Liebe zu einem anderen Menschen zählt, sondern die Liebe zum Leben. Oh. Dieser Typ, an den Sie sich vage erinnern, dieser süße Romantische, den Sie im Zug kennengelernt haben, das bin ich. Tja, ich habe Sie wohl nicht erkannt. Du siehst scheiße aus.